Hallo liebe Leute und recht herzlich willkommen zu Diponia Doomsday. Ich denke mal in der heutigen Folge vielleicht unter Umständen mit der letzten Aufnahme, weil wir uns, denke ich zumindest, sehr stark aktuell dem Ende nähern. Aber nicht lang gesammelt, wir nehmen ja einfach mal alles mit, wie wir das auch sonst immer getan haben. Ja, ich habe nämlich... Es ist... Genau. Dachtest du... Hey! Ich habe mir... Stop. Naja, ich kann davon gar nicht reden gerade. Stimmt. Ist auch schon ein paar Tage her. Aber ich weiß, um was es ging. An der Stelle. Mehr. Und habe mich hier nochmal ein bisschen umgeguckt. Wir nehmen natürlich auf jeden Fall alles mit. Eine ich weiß auch noch, dass da die Milch steht. Die Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht. Vor 5, 6 Tagen. Glaube ich. Moment, kann ich das fast genau sagen? Ah, die ist fast 8 Tage her. 9. Kohlezange nehmen wir mit. Bilder haben wir alle schon. Jetzt muss ich selber erstmal nochmal gucken. Ich glaube, hier die Blase. Eigentlich, aber mit. Hoppla! Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, wir haben soweit alles, was man hätte mitnehmen können. So, jetzt haben wir mal auf den Knopf. Jetzt haben wir mal ab hier. Für Zeit. Ich mach das einfach. Wenn wir immer das gemacht haben. Oh. Nee. Nichts. Nichts wie weg. Eine Art. Achso. Stimmt, man muss da hier doppelt drücken und dann einmal. Also, ich mach das zumindest so, dass man immer auf die ganz andere Seite kommt und dann kommt. Ach, das geht. Ah. Ich muss. Okay, hey, das ist schnell weg. Hui. So, jetzt bin ich hier bei Goal. Und da das hier kommt ist eigentlich. Mir ist da der nicht auch. Das hatten wir alle schon. Und hier kommt erst das Interessante ins Spiel. Also, ich habe nämlich festgestellt, wir haben ja irgendwie die Brille hier und Kram und so. Das müssen wir irgendwie alles loswerden, habe ich immer das Gefühl. Die Brille haben wir auch erst dadurch gekriegt, zum Beispiel. Dass Goal hier andauernd am Fernseher kicken ist, ne? Hier ist nämlich Bobo lernt Cello. Und hier liegt noch eine Zeitung. Bobo lernt Klavier. Aber wir wissen, dass Goal davor andauernd Klavier gespielt hat und da andauernd ein Flügel stand. Und da hat's irgendwie... Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Könnte dann... an der Stelle noch was ganz anderes stehen. So, jetzt haben wir hier... wahrscheinlich irgendwie. Wir haben den. Achso. Pack ich da mal kurz die Milch noch rein. Na, sowas, aber sie. Ja, dann pack ich mal da die Milch noch rein. Fürs nächste Mal. Verderb. Gib mir den Lutscher. Was haben wir da gemacht? Hier, gib mir mal den Lutscher. Ach, du welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky. Fast richtig. Gezockt. Und andauernd wurde uns berichtet, dass 1000 gesunde Sachen drin sind, ne? Jetzt hauen wir das mal in die Lunchbox mit rein. Er wird es mir danken. Oh. Nein. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Da sind wir wieder. Zurück zum Anfang. Super. Scheinkleister. Hey, wer? Zimmerserv. Hat wohl doch nicht so viel gebracht. Aber. Jetzt haben wir da irgendwas Neues, ne? Nehmen wir mal mit. Hatten wir mal mit. Und. Irgendwas stimmt hier nicht. Hau ab jetzt hier. Schnell die Milch holen. Wieder mal. Hey! Wir müssen das jetzt nicht. Stop! Wenn wir das verhauen sollten, nochmal alles machen. Voll ab hier. Es ist mir auch unbekannt, was man tun kann. Milch mehr war nicht. Weil das Stückchen davor. Eine Flasche, also da. Habe ich ja, wie gesagt, aus den Aufnahmen schon mal zum großen Teil sehr richtig gerätselt. Die haben mich jetzt. Ich dachte, Goal hätte Klavier gelernt. Da habe ich mich wohl geirrt.
Ach, das ist jetzt da, wo quasi... Ach, jetzt haben wir die Violine hier zerstört mit dem Timepod, sehe ich gerade. Ja, wir brauchen noch die Tachyon-Pfeile. Also, wir haben jetzt Milch und das, Kohlezange, ne? Ich quatsch mir nicht lange rum, ich hau das auf ihn auseinander. Zack. Da. Hab's. So, jetzt haben wir Uhrzeiger. Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelsch. Wie Rokokokotten oder Fußpflege. So, jetzt da, die Vase haben wir jetzt noch nicht im Inventar, weil eigentlich wollte ich, aber mir gehen auch... Hoppla. Wir brauchen nämlich noch eine Fear-Day-Brille. Das scheint total, aber irgendetwas sagt mir, dass ich... Das scheint total, aber als würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Handbewegung sublim den Weg in mein Bewusstsein hinunterrubbeln. Ach, jetzt kleben wir die einfach auf. Ich dachte, man könnte die vielleicht rausschmeißen. Oder man hätte die ich weiß nicht, was ich hier wieder gebaut habe, aber es wirkt vertraut. So, Uhrenzeiger als Munition? Ganz hinten im... Ja, das sieht gut aus. Ich muss jetzt mal ein bisschen springen, weil ansonsten haben wir gleich wieder unsere netten Kollegen hier auf dem Hals. Setzen wir mal die Brille auf. Gucken, ob wir hier was sehen. Hey, ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das weiß. Ah, woher auch immer... Ach stimmt, das dürfte er alles noch gar nicht wissen, weil er jetzt wieder hier... Ah, ich verstehe. Ein so, schießen wir da mal rum. Himmel, Korn und... Aber über dem Klo ist schon. Wer sagt's denn? So, ein Klo ist schon eine Sache, ne? Okay. Folgen die denn jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Schnell weg. Wie auch immer wir das tun. Schütteln sie ab. Los. Hänge die Utopianer ab. Schieße alle Portale auf und weiche ihn aus. Was? Aufgeschossen? Irgendwie ausweichen. Schön, kommen wir da wieder hoch. Was ist denn das? Oh, Steuerung. Ah, Moment. Moment, jetzt muss ich ja wirklich. Genau, jetzt kommt wieder hoch. Jetzt muss ich ja ausweichen. Jetzt kommt das alle. Aha. Ja, easy. Entspann hier. So, weg. Das Ausweichen. Ah, gleich geschneit hier. Ah, entspanntes Minigame. Oh, oh. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Da ist ein Timepod. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Ah, Knöpfchen drücken. Okay, wir sind... Ah, okay. Ah. Wir haben uns da... hinter der Schrottplatte versteckt anscheinend. Mal raus hier. Dann krabbel mal, ne? Ach, du musst schwer drücken. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Das war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde... Ich glaube, du bist ohnmächtig geworden. Das ist wohl nicht so cool. Utopianer. Da. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo.
als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuwak eintreffen konnte. Du meinst, er kauerte also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell. Nein, warte noch. Huch. Tja, Kuckuck. Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus! Die Hand! Jetzt! Nein! Stopp! Los! Worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich haben wir einen Plan. Rufus hat immer einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Ja, den Raketenschnitten hier aufzutreiben ist schlecht. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Das dazu. Kommen wir also zu Plan B. Ja, und aber Plan B, was haben wir da noch Schönes? Wir versuchen, ey, ja, dann schnappen wir uns Satelliten hier, ne? Das ist ja kein Problem. Das ist übrigens gerade Endzeitstimmung. Das Einzige, was ich gerade momentan ein bisschen komisch finde, ist wirklich, dass wir angeblich überall mit drinne gesessen haben, was wir auf den Bildern nicht gesehen haben. Also das ist gerade ziemlich doll paradox. Also wie gesagt, wenn jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise dafür irgendeine Idee hat, immer in die Kommentare, immer rein damit. Ansonsten einfach die Verwirrung fließen lassen. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen.
Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip, Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. Jo, Raket. Ja, es gibt nur eine Sache, die wir machen können. Raketenschlitten bauen. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus... Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es gibt nur eine Wahl, was wir machen können. Und zwar, wir müssen einfach loslassen. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay. Das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Oh, wie schön. Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also, ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Eigentlich, vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir unseren Fall gar nicht bremsen können. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich trage einen Raketenrucksack unter Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht. Es gibt diesmal keinen doppelten Boden. Du lässt los. Du hast recht. Wie zum Kuckuck wird... Letzter Versuch. Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es. Es gibt dies kein Doppel-Du-Less. Du hast recht. Wie zum... Dann sagen wir jetzt wirklich leb wohl, Go. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt... ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen. Aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen, nach Elysium reisen, einen praktischen Nutzen für Hutmode finden und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich, versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es! Wir schaffen das! Irgendwie! Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff.
Das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zucks. Ongo, Bongo, Schnücks. Doppelschnücks. Ich hatte nie Klobig. Die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Zucks. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Tja, liebe Leute, ich glaube, das war tatsächlich das Ende von Deponia Doomsday an der Stelle. Ich weiß nicht, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es noch einen fünften Teil geben wird. Das habe ich aber auch schon beim dritten, glaube ich, gedacht. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Zum einen hast du eine geile Story, war gut gemacht. Also wirklich komplett auch durchdacht und auch irgendwie zusammenhängend, auch ziemlich verwirrend und. Aber so einzelne Sachen, dass man Rufus da nicht gesehen hatte oder ähnliches, und das trübt so ein bisschen meinen Spielspaß hinter. Ne? Aber an sich Hammer, super gutes Spiel. Wenn ihr das auch mal in einem Jahr oder in zwei oder in drei nochmal spielen wollt, gönnt euch richtig doll. Weil das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht an der Stelle. Ja, dann nochmal übrigens was am Rande erwähnt. In der nächsten Zeit wird es jetzt auch wieder neue Projekte geben. Und am meisten freue ich mich derzeit tatsächlich auf Dark Souls 3. Kommt am 12. April raus. Kommt am 12. April raus. Das ist das Lied von dem Clown. Ich komme nicht auf den Namen. Sorry. werde ich auf jeden Fall spielen. Habe ich auch richtig Lust drauf. Ich habe den zweiten Teil richtig gut intensiv gespielt, dass ich auch ein bisschen vorbereitet bin. Pimpi war das, Pimpi der Clown. Ja, kein Problem, jetzt fällt mir das auch gerade wieder ein. Ich werde dann auch mit Dark Souls 3 weitermachen an der Stelle. Und bis Dark Souls 3 rauskommt, werdet ihr auch, wenn ihr das jetzt heute guckt wahrscheinlich, oder auch diejenigen, die das später gucken, gab es parallel dazu ein weiteres Let's Play, was genau am gleichen Tag der Prolo, wo die Folge released worden ist, rauskommen wird. In dem Falle wird es Annas Quest sein. Heute gibt es dann halt nur den Prolog, beziehungsweise die anderen, am gleichen Tag gab es den Prolog von Annas Quest, und ab morgen geht dann das richtige Let's Play los. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorweg aufgenommen. Poki, da stand... Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz. Das fand ich gerade ziemlich interessant. Kann ich gar nicht. Mal zurück hier. Spür mal zurück. Kann ich jetzt gar nicht zurückspulen. Ich fand nämlich gerade was ziemlich interessant. Da. Jan Poki Müller Michaelis. Er ist Pimpi. Und Erdnuss die Zweite. Das stimmt. Das fällt mir nämlich auch gerade auf. Poki hat viel zu wenig gesungen. Der hat einmal zum Anfang gesungen. Bei den anderen Teilen davor war das immer so mit Zwischenstücken und so. Das fand ich ziemlich cool. Also das hat mir irgendwie gefehlt, dass quasi jetzt Poki einmal zum Anfang gesungen, so einen kleinen Text hier, und einmal als Pimpi.
Aber im anderen war es ja wirklich immer so unterteilt, so mit Husser, ne, und so. Das war schon richtig cool. Das fand ich auch richtig schön. Ja, an der Stelle freut euch auf jeden Fall auf Annas Quest und Dark Souls 3. Das werden auf jeden Fall die nächsten Projekte sein. Und im Anschluss werde ich einfach schauen, nur wo ich da weitermache, weil ich habe auch noch zwei andere Spiele offen, so Company of Heroes und Tony Tuff. Ich werde vermutlich eher Tony Tuff spielen als Company of Heroes momentan noch, weil Company of Heroes bin ich halt auch total raus an der Stelle. Muss ich halt auch noch irgendwann einfach mal zu Ende bringen. Ja, das ist irgendwie noch so ein ausstehendes Projekt oder so eine Altprojekte hier. Ja, ach, guck mal, hier, das ist die Uhrzeit und da sitzen die und jagen gerade einen Tiger hier mit Kohl und ich denke halt schwer ab. ja, auf jeden Fall, das Spiel hat mir super doll Spaß gemacht. Spielt das, macht das, zockt das durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stopp, hier, ne? Ich danke meinen Eltern, hier, René Sengs. Ich danke meinen Eltern für den reichlichen Support. Gegrüßt sei meine große, kleine Schwester im fernen Berlin und vor allem natürlich Lena, die Nachwuchs-Game-Designerin. Fühlt euch gegrüßt, auch an der Stelle nochmal, falls irgendwer das schauen sollte. Boah. Ja, schöne Artworks auf jeden Fall auch gerade nochmal richtig rausgeknallt hier. Hier, Lotti. Oh. Ja, die haben sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben, die Entwickler nochmal richtig ins Zeug geschmissen. Nochmal alles gegeben hier. Ja, die Zeichnung von Deponia 1, 2 und 3. Ist schon gut. Ich weiß noch gar nicht, viele haben wahrscheinlich auch dann nachher bei Gronkh ein bisschen mitgeguckt und hier und dort. Ich werde kein Gronkh-Ersatz. Ah, oh, das Dedelic-Team hier. Cool, richtig gut. Ach, das war's schon. Viele werden wahrscheinlich auch bei Gronkh irgendwie geguckt haben und so. Ja, klar, ich bin auf jeden Fall auch kein Gronkh-Ersatz an der Stelle. Aber Spaß machen tut es mir trotzdem, einfach eine Runde zu daddeln hier, beziehungsweise rumzuzocken und einfach ein bisschen dabei aufzunehmen und auch das gerne. Ich dachte, gibt es irgendwie nochmal da, genau. Du hast recht. Ich dachte an der Stelle einfach, dass man sowas einfach wieder öfter machen kann. Einfach mal ein Let's Play rausschmeißen, beziehungsweise einfach ein bisschen quatschen, aufnehmen und nebenbei einfach laufen lassen. Das war übrigens gerade das Lied, was sie im Hintergrund gehört hatten. Da dachte ich mir, mach ich das einfach nochmal an und quatsch einfach die Zeit nochmal weg nebenbei. Ja, ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn's wieder heißt Let's Play Annas Quest. Oder dann im April, Mitte April, dann Let's Play Dark Souls. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.